Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Basteln mit Batman. Also Batman, was sollen wir heute in unsere Show bauen? Nun, Bane hat in Gotham City für viel Ärger gesorgt und ich muss herausfinden, wo er sich versteckt, damit ich ihn aufhalten kann, bevor er wieder zuschlägt. Klingt nach einem Job für den größten Detektiv der Welt. Das ist es auch. Aber Bane ist berüchtigt dafür, seine Spuren zu verwischen und wir müssen einen Weg finden, ihn irgendwie verfolgen zu können. Hey, du hast mich gerade auf eine tolle Idee gebracht. Einen so listigen Superschurken fängt man nur, wenn man einen guten Trick anwendet. Mir gefällt, worauf das hinausläuft. Fahre fort! Wenn Bane in eine Pfütze mit einer Fluoreszinlösung tritt, könnten wir seine Fußabdrücke mit einem einfach zu bauenden UV-Licht erkennen. Ein UV-Licht zur Spurenverfolgung? Sehr gut, so etwas verwende ich auch ziemlich oft bei meiner Detektivarbeit. Wie inspirierend! Und, ist das eine gute Lösung für dein Problem? Ja, aber wir haben jetzt keine Zeit für Wortspiele. Komm, packen wir es an. Zuerst werden wir dir ein UV-Licht bauen, damit du die Fußspuren verfolgen kannst. Fantastisch! Es ist eigentlich ganz einfach. Wir benutzen verschiedenfarbige Zellophanstücke. Zwei violette und ein blaues. Warum erklärst du nicht unseren Zuschauern, warum lila so wichtig ist? Gern. Wusstet ihr, dass UV für ultraviolettes Licht steht? Das stimmt. Also muss das Licht lila sein. So ist es. Zuerst kleben wir dieses lila Zellophanstück fest. Dann das Blaue. Und dann das zweite lila Zellophanstück. Super! Seht euch das an! Violettes Licht! Ich kann es kaum noch erwarten, das an meinen Batgürtel zu hängen. Bist du bereit, es zu dekorieren? Na klar! Gute Arbeit! Sehr schön! Wir werden Bane eine Falle stellen, um seinen Fußspuren folgen zu können. Dazu müssen wir eine Fluoreszinlösung mit Textmarkern herstellen. Die Tinte der Textmarker reagiert auf das ultraviolette Licht und leuchtet danach, sogar im Dunkeln. Für diesen Schritt brauchen wir aber dringend die Hilfe eines Erwachsenen. Damit ihr die Lösung von euren Fingern fernhaltet, müsst ihr Handschuhe tragen. Wir haben dafür ja unseren erwachsenen Kumpel, der diesen Teil für uns erledigt. Es ist immer klug, auf Nummer sicher zu gehen. Perfekt! Danke! Danke! Als nächstes nehmen wir die Lösung und befüllen damit diese Spritze. Wenn man Druck auf den Gummistopfen ausübt, wird die Flüssigkeit am anderen Ende herausgedrückt. Und mit diesem kleinen Schlauch können wir die Lösung dorthin leiten, wohin wir wollen. Und mit dorthin, wo wir wollen, meine ich direkt vor Banes Nase, damit er gleich hindurchläuft. Genau! Batman, würdest du mir das Fläschchen reichen? Hier, bitte! Danke! Ist das nicht alles ein bisschen zu... auffällig? Dafür habe ich schon längst gesorgt, Kumpel. Wir nehmen dieses Stück Plexiglas und legen es über das Gerät. Bane wird noch nicht einmal merken, dass er uns in die Falle geht. Perfekt! Aufgepasst! Der Batcomputer hat mich alarmiert, dass Bane gesehen wurde, wie er Geräte aus dem Ace Chemical Processing Plant gestohlen hat und dass er hierher unterwegs ist. Jetzt, wo wir unsere Detektiv-Gadgets bereit haben, sollten wir das geheime Versteck suchen und Bane für immer stoppen. Oh, ich kann's kaum erwarten. Um das Gerät zu verstecken, lassen wir das Ganze mit dem Plexiglas wie eine Treppe und eine Rampe aussehen. Bane wird diese Stufe hinaufgehen, dann über die Pipette laufen und durch den Druck die Flüssigkeit freisetzen. Schnell, verstecken wir uns. Ich höre ihn schon kommen. Seltsam.
Ich hätte schwören können, ich hätte Batman und seinen mysteriösen Freund gehört. Naja, es ist nicht so, als würden sie jemals mein geheimes Versteck finden. Wow, es hat perfekt funktioniert. Bane hat keinen Verdacht geschöpft. Durch die ganzen Giftschläuche an seinem Anzug hat er unsere Falle direkt vor sich gar nicht bemerkt. Hier, schalte die Lichter aus, dann sehen wir, ob unser DIY-UV-Tracker funktioniert. Es hat geklappt! Jetzt können wir den Fußspuren direkt zu Banes Versteck folgen. Los geht's! Hier hören die Fußspuren auf einmal auf. Bane, ich weiß, dass du da drin bist. Komm raus! Deine Schreckensherrschaft endet heute. Nein! Wie ist das möglich? Ihr habt mein Versteck gefunden. Wir hatten unseren praktischen UV-Spurentracker parat. Jetzt wird ein neues Versteck in Arkham Asylum sein. Ja. Dieses UV-Licht zum Aufspüren von Schuhabdrücken wird von nun an sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, geheimnisvolle Kriminelle im Auge zu behalten. Und außerdem wissen wir jetzt, wie UV-Licht funktioniert. Ich finde es immer sehr spannend, neue Dinge zu lernen, besonders wenn es um Wissenschaft geht. Danke, dass ihr bei dieser Folge von Basteln mit Batman mit dabei wart. Weiteren Batman-Content könnt ihr euch jederzeit hier auf dem DC Kids Channel ansehen. Bis zum nächsten Mal, Detektive!